Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. Yo, und damit herzlich willkommen, Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einem neuen Gameplay-Commentary auf unserem Kanal. Im Hintergrund schon wieder ein Halo 5 Gameplay. Krasser Kreis, krasser Scheiß. Aber wieder vom Quert erspielt, meinem Gameplay-Spender, der so freundlich war, einige seiner Gameplays zur Verfügung zu stellen, damit der Eddie und ich die auch mal nutzen können. Ja, sehr cool. Genau, auf Truce. Und ich finde es ja immer noch fesch, wie der deutsche Sprecher, obwohl ich natürlich auf Englisch selber gespielt habe, mit Jeff Steitzer, wie der deutsche Sprecher hier sagt, Spezialwaffen kontrollieren, um Gegner zu dominieren. Ja? Kontrollieren, um zu dominieren. Ja? So ist es. So sieht es nämlich aus. Und ja. So. Aber ich habe heute natürlich wieder ein kleines Thema vorbereitet. Und möchte mal wieder so ein bisschen rumschnacken, ein bisschen philosophieren, ein bisschen Pseudogelaber hier vonstatten kriegen. Und zwar geht es heute um sowas wie ein typisches Gamer-Phänomen oder auch allgemein ein Phänomen, was auch abseits von Games, aber ich werde es natürlich wieder anhand von Games, vor allem an Halo, ein bisschen erläutern, die Verklärung der Vergangenheit. Ja, also so Sprüche wie, früher war ja alles besser. Und das ist bei Halo sehr, sehr oft der Fall gewesen, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, in keinem Zusammenhang diesen Spruch so oft gehört, wie im Gaming-Bereich. Und da ich mich viel mit Halo auseinandergesetzt habe und das halt doch das Spiel ist, was ich bisher, glaube ich, am meisten gespielt habe, auch da natürlich am meisten. So von wegen, früher war alles besser, heißt dann Halo 1, 2 und 3. Ist das Nonplusultra und es gibt nichts Besseres und nichts daneben. Ich weiß nicht. Für mich, ich habe ja so mit Halo 2, 3 angefangen. Also quasi, ich habe angefangen als Halo 2, gerade noch so, ja, habe es dann mal hier und da gesehen, gespielt nie wirklich. Und dann kam Halo 3, da habe ich dann auch wirklich angefangen zu spielen. Und das ist jetzt auch schon, boah, wann war das? 2007, ne? Ja, genau. Ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, ne? 8 Jahre. Ja. Und dementsprechend könnte ich jetzt auch sagen, Halo 3 war einfach das Schönste und das Beste. Und irgendwo ist es auch so, dass ich in meinem Herzen sage, wow, Halo 3, das sind die guten alten Zeiten gewesen. Wobei ich festgestellt habe, dass es in letzter Zeit auch was anderes ist. Ich habe nämlich viel auch Reach gespielt, tatsächlich. Und Reach war ein Halo, was vor allem am Anfang von vielen sehr verhasst war. Am Ende ging es dann eigentlich, aber es hat die Halo-Community doch sehr schrumpfen lassen. So, weil viele dann gesagt haben, fuck this shit, Bloom ist kacke und was auch immer und Armor Lock ist kacke, Armor Abilities allgemein sind kacke und. Aber ich habe Reach einfach sehr viel gespielt, weil das so die Zeit war, wo ich Quert kennengelernt habe und die ganze Bande, die dann damals noch dabei war. Team Nameless, unser Clan, und da gab es viele Geschichten, da ist einfach viel passiert, so. In der Xbox Live-Welt. Und das war auch, glaube ich, so meine aktivste Gamer-Zeit, wo ich am meisten vor dem Ding gehangen habe. Heute ist es deutlich weniger und davor war es auch deutlich weniger. Dementsprechend so, Reach war für mich auch ein großer Release damals, das war voll krass, also ich habe mich schon geärgert, weil da kann ich mich noch genau dran erinnern, als Reach damals released wurde, kam dann der Postbote an und dann war aber keiner zu Hause, der es annehmen konnte, der 18 war. Und dementsprechend ist dann wieder gegangen und ich habe mich schon voll abgefuckt und so, toll, jetzt kriegst du es erst morgen oder übermorgen und oh nein, du kannst nicht mehr warten. Gut, meine Mutter war dann so freundlich, ist zur Post gegangen und hat es da abgeholt, alles gut. Dementsprechend war das kein Problem und dann hatte ich Reach und dann war es voll toll. Damals musste man ja auch dafür noch kämpfen, dass die Eltern einem es überhaupt erlauben, Spiel ab 18 zu haben. Ich meine, es ist 5 Jahre her, ich bin jetzt bald 20, also war ich so 14, 15, also nee, war ich fast 15, ich war 14, genau. Ja, da muss man mal überlegen, ne? Damals war das noch nicht so, ja, klar, kann sie das Spiel ab 18 haben. Nee, das waren noch die Zeiten, wo man dafür auch kämpfen musste. Ganz gleich.
Viele denken einfach, früher war alles besser, weil man sich einfach, weil das Gehirn mit der Zeit natürlich die negativen Erinnerungen verdrängt. So, einfacher Fakt. Ich meine, wenn du ein Jahr lang im Gefängnis gesessen hast und das total scheiße war, sagst du natürlich im Nachhinein nicht, das Gefängnis war geil, aber du versuchst diese Zeit zu vergessen. Ja? So. Und das habe ich bei Reach jetzt nämlich festgestellt. Ich habe nämlich im Nachhinein auch gesagt, wow, Reach war doch eigentlich voll fesch. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass Reach scheiße ist, so im Gegenzug, als ich es jetzt wieder gespielt habe. Das habe ich nicht festgestellt. Aber ich habe festgestellt, dass es halt doch wirklich seine Probleme schon gehabt hat. Und ich immer noch nachvollziehen kann, warum viele es nicht mögen. Ich es aber dennoch sehr gerne mag, weil es in Custom viele Sachen richtig gemacht hat. Man unglaublich viel einstellen konnte. Und die Sandbox in Reach einfach fast nahezu perfekt war. Und Reach viele sehr coole Sachen hatte. Ja, die Kampagne war auch sehr cool, ist mir aufgefallen. Und ja, aber es hatte seine Probleme. Und die vergisst man einfach mit der Zeit so ein bisschen. Ja? Und dementsprechend sagen halt viele so Halo 3, wow, oder Halo 2, was auch immer. Oftmals das Spiel, mit dem sie halt angefangen haben, ist mir auch aufgefallen. Also wenn jemand mit Halo 2 eingestiegen ist, sagt er, wow, Halo 2, bestes Halo. Ja, aber ich möchte mal dementsprechend jetzt auch noch darauf überleiten, also Prophet's Bane hier ist krass, dass ich finde, dass Halo sich aber auch verändern muss, weil man nicht immer bei diesem Stand bleiben kann von Halo 2 und 3 jetzt und plus Ultra. Es war verdammt cool. Es ist verdammt cool. Keine Frage. Ja? Das steht, finde ich, kaum zur Debatte. Es sind geile Halos. Aber wir können nicht jedes Jahr dasselbe Spiel releasen, weil sonst sind wir FIFA oder Call of Duty. Und dementsprechend, wenn jetzt jemand ankommt, das ist jedes Jahr ein anderes Game. Ja. Nee, geht so. Ne, man muss halt klar den Kern beibehalten und deswegen finde ich es gut, was 343 aktuell macht. Ja, ich finde das gut, Freunde. 343 versucht, den Kern von Halo einfach drin zu behalten, Arena-Shooter-mäßig und Gedöns und Gameplay ist schnell und shit und sowieso, aber es versucht es auf eine moderne Ebene zu hieven, die trotzdem competitive und fair ist. Und nicht so wie mit den Armor-Abilities, was halt, finde ich, auch mehr so ein Test war. Keine Ahnung, es fühlt sich wie was an, was von der Idee her nicht schlecht ist, aber nicht richtig zu Ende gedacht war. Die Armor-Abilities. Und dementsprechend sind die Spartan-Abilities, die dann halt jeder hat und die auch besser gebalanced sind und einfach nützlich. Ich meine, Climbing ist einfach cool. Und gibt nochmal andere Möglichkeiten, gibt noch Gameplay nochmal einen neuen Touch, der aber, finde ich, nicht schlecht ist oder unfair oder blöd oder kacke oder zu hassen, sondern einfach cool und neu und verändert das ein bisschen. Aber trotzdem hat sich Halo 5 in der Beta verdammt nochmal immer noch angefühlt wie Halo. Und es war anders, natürlich, es ist anders, aber nur weil es nicht ist wie Halo 3 oder wie Halo 2, heißt das nicht, dass es nicht mehr Halo ist, sondern es ist immer noch Halo und jedes Halo spielt sich ein bisschen anders. Auch Halo 2 und Halo 3 im Vergleich spielen sich anders. Und CE und Halo 3 zum Beispiel sowieso. Dementsprechend, bitte, bitte, Menschen. Also ich sag nicht, dass Halo 5 super Bombe wird. Das kann ich einfach noch nicht feststellen, bevor das Spiel released ist. Aber bitte, bitte, hört auf, 343 oder sonst wen zu haten, weil sie nicht mehr exakt dasselbe Spiel releasen, was ihr damals hattet. So, ich meine, ihr habt Halo 3. Und jetzt sogar mit der MCC haben sie euch sogar schon den Tribute gegeben, schlechthin. Gut, am Anfang hat es nicht funktioniert, das war natürlich ziemlich kacke, aber inzwischen geht's ja. Und dann, ne, könnt ihr Halo 3 spielen, bis ihr umfallt. Oder ihr könnt Halo 2 spielen. Oder ihr könnt sogar Halo 2 Anniversary spielen, wenn euch das sogar nochmal ein bisschen besser gefällt, weil es bessere Grafik hat oder sonst was, Kleinigkeiten nochmal anders sind. Was auch immer. Ja, ihr könnt das alles machen. Aber bitte, Halo muss auch neue Wege gehen. Ich will nicht immer das selbe Spiel haben. Und es muss sich natürlich auch ein bisschen der Zeit mit anpassen, weil es einfach eine verdammt große Serie und ein verdammt großes Franchise ist. Genau. Ich habe jetzt ein bisschen wirr geredet und mich auch mal hier und da bin hier und da mal abgeschwiffen. Abgeschweift. Das ist immer noch die Debatte, die Quert und ich haben. Abgeschwiffen, abgeschweift. Wir wissen immer noch nicht, wie es heißt. Und das, obwohl ich angehender Germanistikstudent. Nee. Keine Ahnung. Also, Freunde, Verklärung der Vergangenheit ist auch immer so eine Sache. Vor allem bei Games. Früher war nicht alles besser. Auch die alten Games hatten ihre Probleme für die damalige Zeit. Klar, früher war es anders. Aber heute gibt es einfach Games und Sachen, die es früher nie gegeben hat und nie hätte geben können. Und das meine ich nicht nur mit der Technik, sondern auch, mein,
Wer hätte im Jahr 1990 so eine Beta wie die Halo 5 Beta starten können? Yo, no one. Okay? Solche Sachen zum Beispiel. Und viele Sachen, die das Internet einfach möglich macht. Und obwohl, das ist auch wieder Technik. Oder viele Games, die es früher auch nicht so gegeben hat, die trotzdem cool sind, wie Indie-Games, zum Beispiel, was ich da immer, oder kleinere Games einfach, so wie Journey. Wer es kennt für PS3, ist ziemlich cool. Also wirklich ziemlich cool. Ich empfehle es, fast das in ein oder zwei Sessions einfach durchzuspielen, weil es auch nicht so lange ist. 3 Stunden, keine Ahnung. Und sich da einfach mal drauf einzulassen, wer es nicht kennt. Aber ich denke, das kennen viele, weil es auch damals dann sehr groß aufgeboostet wurde. Genau, das soll es gewesen sein. So ein paar Gedanken zu dem Thema einfach mal. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht haben wir eine kleine Discussion. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.